Joho ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum 14. Türchen meines Adventskalenders. Ich werde später den Gewinner des letzten Gewinnspieles bekannt geben und passend dazu gibt es heute direkt ein neues. Mein Name ist Nina Kalenko. Ich bin Motorradmechanikerin und eigentlich habe ich mit Geschichte gar nicht so viel zu tun. Mein Vater ist Wissenschaftler und ist mit mir, als ich noch klein war, von Russland nach Deutschland gezogen. Vor über 100 Jahren kam es zu einem katastrophalen Ereignis in der Tunguska-Region. Und was mein Vater darüber herausgefunden hat, verfolgt ihn und auch mich viele Jahrzehnte später. Er ist verschwunden und von den Behörden bekomme ich keine Hilfe. Der Einzige, der an meiner Seite steht, ist sein wissenschaftlicher Assistent Max. Aber egal, wie viele Steine in meinem Weg liegen, ich gebe nicht auf. Max und ich werden ihn finden. Und wir werden herausfinden, was ist damals in Tunguska passiert. Geheimakte Tunguska ist zur Abwechslung unter all den Spielen, die ich verlose, mal ein deutsches Produkt. Es ist ein Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 2006 und glänzt mit einer spannenden Story und unglaublich guten Synchronsprechern, wenn ich das da mal so sagen darf. Geheimakte Tunguska ist ein Spiel, was ich momentan im Let's Play spiele. Insofern habt ihr die Chance, mit dem Gewinn dieses Spieles die Reise, die ich mit Nina unternehme, selbst zu erleben. Vielleicht sogar parallel. An unterschiedlichen Schauplätzen wie Berlin, Moskau, der Transsibirischen Eisenbahn, Tunguska, Kuba, Irland, China und sogar in der Antarktis werden wir von dem russischen Geheimdienst verfolgt und auch einer mysteriösen, schwarze Kutten tragenden Sekte. Geheimakte Tunguska hat eine Altersfreigabe von USK 6 und PEGI 12. Insofern ist eigentlich außer eurem Abo und einem Kommentar unten keine weitere Teilnahmebedingung notwendig. Und falls ihr teilnehmen wollt, wünsche ich euch viel Glück und drücke euch beide Daumen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Gucken des Let's Play.